Gott seine Gnade in seinen Segen. Ich möchte von euch so etwas an das Wort aller Fall machen, dass wir können ab am Hand herrschen, was heute erst im Wort war, das er uns sagen wird. Und zu mir habt ihr alle geredet. Sie dankbar, Bruder Pajas, für das Wort, was ihr gelesen habt. Das ist eins von euch stehen, was das sehr jünglich. Ja, der Psalm und Feierentag, das ist mir sehr, sehr viel wert. Hat mir sehr viel Segen gebracht. Wir haben von euch das nächste Gelegnis, was wir an Matthäus Evangelium Kapitel 22 lesen. Du hast der Herr Jesus ein bisschen anders geredet als gestern. Gestern redet er zu den Verstehenden, wo das Volk Israel anleiden dürfen, zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Und er weiß an dort abhauen, dass sie dort, wo Gott euer Boden hat, das haben sie von sich gestartet. Und sie müssen damit reden, dass nun Gott mit an wird handeln. Gott wird an verstehen. Und das nächste Gelegnis hier in das nächste Kapitel, im 22. von 1 bis 14, da redet Jesus nicht zu das ganze Volk, zu das jüdische Volk, zu das Volk Israel. Aber wir sehen gestern, wir werden das von dort uns sein, das Wort Gottes ist Geist im Leben, das Wort Gottes ist nicht gebungen, das Wort Gottes ist für uns gegeben, dass wir belehrt wurden, dass wir Licht kriegen, was Gott uns sein will durch die Schrift, und wenn wir uns zu amseln entstallen, wenn wir zu Amseln kommen, wenn wir mit Amtchenen in Reinen kommen, dass wir einen reinen Dash haben, wenn Gott mit uns, wenn Gott uns die Rechenschaft tragen wird, wenn wir einmal in der Ewigkeit kommen, dann kommt es bloß darauf an, dass wir mit Gott im Frieden sind. Und wir wollten das Friede erst uns gegeben, die wird uns euer Boden, der Janje wird im Wache gegangen sein, der Spezierung. Die wollten von dort sein, das hat eine Stunde im Tag gegeben, wo Jesus mit seinem Frieden an unser Hort nennen kann. Das wird der Tag, wo Jesus uns ans Hort aufmachen wird und uns wiesen wird, so aus wie sind, tja, wie für Gott nicht bestohlen. Aber was aus wir annehmen dürfen, dann kommt Frieden an unser Hort nennen. Nur doch, wir wollten ihn bekennen, Jesus ist ans heiligen Rade. Von dort weiß wie das diesem Aufschnitt einmal und dann werden wir uns das auch wieder ab Feuerdoll ändern und werden das Versiegen von Feuer sieht im Bett bedachen, wo die Schrift an dieser steht sein wird. Ich werde das weiter in Hudisch lesen, ich hoffe, ihr müsst euch das dann verstehen, wie wir das dann Versiegen auch ütterlein. Matthäus Kapitel 22 von 1 bis 14. Und Jesus antwortete und redete abermals durch Gleichnisse zu ihnen und sprach: Das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem Sohn Hochzeit machte und sandte seine Knechte aus, dass sie die Gäste zur Hochzeit riefen, und sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Saget den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen hin, einer auf seinem Acker, der andere zu seiner Hantierung. Etliche aber griffen seine Knechte, höhnten und töteten sie. Da das der König hörte, ward er zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Da sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren nicht wert. Darum gehet hin auf die Straßen und ladet zur Hochzeit, wen ihr findet. Die Knechte gingen aus auf die Straßen und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah allda einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihn Hände und Füße und werfet ihn in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähneklappen. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Die königliche Hochzeit, also eine Chast, wo ein König die Utreuden wird. Und ich muss mal einmal sagen, keiner von uns ist so eine Chast gewesen, oder? Ein guter von uns. Also, wie sei ihr da, die einfache Lieder im Land, nicht so? Also ab einer Chaspe, ein König, was er bloß die Boberste geloren. Und hier darf ich doch sehr dankbar sein. Der König wird ewig alle Könige essen. Ans größte Gott im Himmel. Der lädt uns an, zu der Chaspe zu kommen. In jeder einen. Du hast keiner ausgeschlagen.
besinntastens dasch haben alle Menschen Ruhm. Da ist Platz für jeder einen, in jeder einer darf kommen, und zwar so, als er ist. Gott lässt uns ändert, wir sollen zu seinem Tastens dasch nennen kommen. Ich hoffe, sie in jeder Predigt zu sein. Wir möchten an Jesus bennen sehen. Wir möchten an der Schrift tüß sehen. Wir möchten an Jesus seine Gemeinde tüß sehen. An Jesus sein Ritt möchten wir nennen können. Wir sind nicht von der Geburt oder von der Abertreibung, wo auch immer, wir gehören nicht dazu. Wir stehen im Büten. Wir mehren viel Wolken über Gott. Viel die Schrift vielleicht all gehört haben oder auch gechant haben. Aber wir möchten einmal nennen gegangen sein. Jesus fängt hier an und sagt, nun ist das Himmelreich noch einmal wieder gelegt, als wenn ein König seine Chance machen wird. Und wenn wir an diesem König Gott seinen, dann wird wie so erscheinen, Gott hat eine Bibel wiest er uns dort, weil er immer wieder gehandelt hat und viele Möglichkeiten geschaffen hat, dass das Volk Gottes, oder dass die Menschheit selbst, tritt zu Gott zu kommen, aber auch sein Volk, also das Volk Gottes, das Volk Israel, eine Geschichte im Alten Testament, dass die sollen dann, wenn sie aufkommen, in das Leben mit Gott, von dem Glauben aufkommen, dass sie sollen zurückkommen. Und darum jingt ja das Jesus hier. Und bei den Leibnissen, da wo er von dem Weingarten reden wird, und hier redet er von der Chast. Da jingt ihm dort um die Leider von dem Volk Israel, nun geht ihm dort um das ganze Volk Israel. Sie sollen nur arm kommen, sie sollen bei arm bleiben, sie sollen das Leben in arm haben. Schaut mal in diesen Gedanken, wo der gestern sieht, Gott wünscht die Gemeinschaft mit dir in mir. Gott hat uns auch so geschaffen. Gott hat uns geschaffen, dass wir Gemeinschaft haben sollen. In der Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel, da sagt er, unsere Gemeinschaft ist, und viele denken dann, na ja, eine Gemeinde, mit den Brüdern und Schwestern wird eine Gemeinde ist. Johannes sagt, unsere Gemeinschaft ist aber mit dem Vater und mit dem Sehen und dann untereinander. In einem Land hatten sich die Regierung ausgedacht, wenn sie die Menschen im Gefängnis nahmen und die sollen an ausgeben, zum Beispiel von dort und dort, wo sie geschafft haben oder noch irgendwo, dass sie irgendwem sollen ausgeben, wie können sie die Menschen durchbringen, dass die reden dürfen. Von Anfang sehen die Menschen dann, zum Beispiel bei der kommunistischen Regierung, wie das so, wenn die Leibe gefangen genommen wurden, warten die Brüder eingesagt, die Prediger schon, die Älteste, das Erste, und dann sollen sie alles über die Gemeinde, die Regierung sein. Was gepredigt wird, wie viele Gemeindelieder, wie viel Geld sie haben, alles soll sein. Die Brüder sehen, die wollen nichts sein. Da fangen sie an zu quälen. Da haben sie ganz verschiedene, da haben sie grüne Orte gequält. Aber bei der einigen Lehrinheit, da haben die wollte verstehen werden, wollte ab das bedacht werden, die Menschen zu quälen. Sie hatten gesagt, wir wollen die Menschen quälen mit Einsamkeit. Wir wollen denen in eine Koma sagen, wo die ganz allein sind. Wir wollen kein Licht nennen lassen, dass sie nicht mehr wollen, ab Tag oder Nacht oder Sommer oder Winter ist. Wir wollen am Durchhand bringen, dass sie nicht mehr fallen, dass da noch andere Menschen sind. Und das Eten dürfen sie bloß nennen, wo kein Mensch nicht zu sein wird. Das kommt näher geschoben zu der Schuflut und dann wird das zurückgenommen. Keine Menschen, kein Gehirn. Sie hätten keine Stämme von Menschen, sie hätten, dass wir isoliert, ganz. Ich weiß nicht, wie viele von Jüdern die Predigt von Richard Würmbrand gehört haben. Wie ein Jüd, der hat sich bekehrt und fängt an zu predigen. Und er wird an seine Koma nahe gesagt. Und dann sagt er, aus einer Zeit vergangen wie, er weiß nicht mehr, ob das ein Monat wird oder ob das vielleicht ein Jahr wird. Er sagt, du nimmst an seine Qual, dann nimmt dann mit einmal eine Stadt an, wo man nicht mehr weit, wo oben oder unten ist. Also das Verstand dreht durch. Er sagt, ich weiß bloß eins, für mich ist Jesus am Kreuz gestorben. Und das hält ich fest. Wieder weiß ich nichts. Ich weiß nicht mehr, was bleib oder rot ist, oder was die Vorwürfe sind. Ich weiß nicht mehr, was die Stimme ist, wenn Menschen reden können. Er wird so isoliert, dass er geläuft, weil wir nicht mehr in sich selbst sind. Also wenn der Mensch in eine Einsamkeit hineinkommt, wo er nicht Licht, nicht vor, nicht Stämmen hören wird und keine Menschen sein wird, Gott hat den Menschen anders geschaffen. Das ist für den Menschen bittergewöhnlich schlimm und schwer.
Gott hat den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft. Als Gott Adam geschaffen hat, dann sagt er, das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. In Adam bedient ja Mensch. Gott sagt, das ist nicht gut, dass er allein ist. Wir haben allein, oh, da werden sehr viele Pflanzen, da werden sehr schöne Aufbäume, da werden sehr viele Tiere und die Fehl und alles wie im Einklang. Ja, ein Tier jucht nicht das andere, die werden alle im Frieden. Der Mensch wird auch nicht allein. Aber von seinem Ort, wir haben allein. Das Feuer wie ohne Arm. Die Fehl fluchen haben über den Kopf, die werden weich. Er bringt jemand, er bringt eine Person, die mit ihm gelegt soll sein. Und Gott sagt, das ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die am senden soll. Und dann legt Gott einen tiefen Schlupf auf Adam fallen, noch mit seinen sieben Reb und muckt Eva davon, das Frühmensch. Und als Gott ist Eva in Adam bringt, dann sieht er ihr, und das steht von kein Tier geschrieben, von kein Vogel oder sonst was steht geschrieben. Und ich stelle mir vor, das wird alles wundervoll gewesen, was Gott gemacht hat. Aber als er ist einfach sein und das, dann ist er sehr glücklich. Er sagt, das passt nicht mehr. Das ist von meinem Fleisch, das ist von meiner Kraft. Das passt gerade bei mir. Schaut mal, das wird die erste Chast. Die Bibel fängt mit der Chast an. Ist das nicht wundervoll? Gott schuf den Menschen, Adam und Eva, Mond und Früh, und die Bibel fängt mit der Chast an. Gott sagt in seinem Wort, der Mensch ist geschaffen zu der Gemeinschaft untereinander, aber dann mit Gott. Checkt in bei der ersten Chast, da wird Gott dabei. Die ganz Heiste, die ganz Geratzte. Die Tiere verstünden nicht, was hier los wird, aber Gott weiß, was hier los wird. Da wird die erste Familie gegründet. Da wird das Fundament gelegt für die ganze Menschheit. Dort wird er gelegt. Gott hat die Früh genommen und den Mond gebracht. Wenn wir von da ein Thema haben über Befreien, dann können wir hier anfangen. Das werden wir von da aber nicht. Ich will bloß das eine sagen. Gott wisst uns, wie wichtig am das ist, dass wir Gemeinschaft haben. Und zwar mit am, aber dann auch untereinander. Also die erste Chance wird von Gott bestimmt. Die erste Chance wird von Gott ausgereut, die wir reut gemacht und von Gott selbst durchgeführt. Da wird schon ein Prediger, der da trüen dort, Gott dort enttrüen. Und die werden eher satt im Sehen. Gott lädt im Sehen ab an Noppa und sagt, nun soll ich ihn vermehren, in den Erdboden soll ich fällen, und die sollen im Sehen sein, und die sollen alles in Unjadung dünnen. Die sollen die Tierwelt, in die Blumenwelt, in die Oftwelt, das soll jünd alles unjadung sein, das soll alles jünd gehirn und jünd deinen. So wundervoll hat Gott die erste Chast ausgereut. Die Bibel sagt uns aber auch, in den letzten Blättern, auf den letzten Blättern unserer Bibel, dort lesen wir auch von einer Chast. Was wird dort für eine Chast sein? Was wird dort für eine Chast sein? Wer ist dort die Brüt? Und wer ist die Brie? Das werden wir von euch so etwas ein kleines bisschen nur betrachten und uns zu Worten nehmen. Da ist Jesus der Brüder in seiner Gemeinde. Er ist durch die Brüder. Die Bibel fängt mit der Chast an und sie schlitt mit der Chast. Gott selbst, was allmächtig ist, hat uns bestimmt in der Gemeinschaft. Gott selbst hat uns in Jesus Christus diese Gemeinschaft mehrlich gemacht in euer Boden. Jesus selbst sagt in Johannes im 14. Kapitel, mein Voran ist, wir wollen jünd kommen und wir wollen ein jünd Wohnung annehmen. Also der Mensch, der Psalmschreiber, der erkannt hat, dass er Gemeinschaft braucht, und wir das sehr viel wird mit der Menschengemeinschaft haben, aber wir wollten nur dem Sündenfall, es das nicht mehr mehrlich mit Gott Gemeinschaft zu haben, so als unsere Vorfahren, das hatten Adam und Eva. Wir können vieles von Gott wollen. Wir können große Dinge über Gott hören. Wir können auch ein Verlangen haben, mit Gott Gemeinschaft haben. Aber solange aus wir nicht bekehrt und wahrgeboren sind, solange aus der Sünd zwischen uns und Gott stehen wird, meine persönliche Sünd, aber dann auch der Sünd des Petrus sein wird, was wir von unseren Vorfahren mitgeoft haben. Das tragen wir alles mit uns. Das ist uns bennen. Wir sind mit der Sünde eingeschlossen. In der Sünde sind wir ausgeschlossen in die Gemeinschaft mit Gott. Und dadurch, dass Jesus Christus kam in diese Welt, hat Gott das mehrlich gemacht, dass wir mit ihm weiter Gemeinschaft haben dürfen. Er beut uns das an, wir dürfen das kriegen.
Und dann aber auch durch die, das Glauben und Weiten, Gott macht das durch Jesus Christus, macht er das möglich, dass wir einmal eine Vollkommenheit, wo wir mit einem Gemeinschaft haben, und eine Seiligkeit, die wir uns nu nicht vorstellen können. Apostel Paulus sagt der Gemeinde in Korinth, wird kein Menschen ungesehen haft, wird kein Menschen auergehört haft, und wird ab keinen Menschen hört gekommen ist. Dort hat Gott reu gemacht, für wem? Die am Gott sind, die am Leib gewonnen haben. Für seine Brütgemeinde hat Gott dort reu gemacht. Dann sagt Paulus in Jeroen, uns hat Gott das offenbart, durch dem Geist im Wort Gottes. Also wir dürfen weiten, was Gott reu gemacht hat für uns. Dort übersticht alles uns menschlich verstohlen und begriffen, übersticht das. Aber er offenbart uns dort, durch dem Heiligen Geist, er macht das möglich. Also die Gemeinschaft, wo keiner mehr rückgegangen wird, die Gemeinschaft, wo nicht mehr gebrochen wird, sondern die Gemeinschaft, wo nur stieren mehr wird, das ist eine vollkommene Gemeinschaft mit Gott, der Jesus Christus in aller Ewigkeit. Ich will zum Schluss noch einmal auf diesem Gedanken kommen. Wenn wir uns das hier einmal vorstellen, Gott, der allmächtig ist, der selbst an sich eine Dreieinigkeit macht, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und da ist eine Gemeinschaft, wo der nicht gestört werden kann. Da ist eine Einigkeit, da ist eine Harmonie, wo keinmal gestört worden ist. Und ab diesem Ort, an diesem Wesen, will Gott ans Hand haben. Er hat das an Jesus Christus mehrlich gemacht und er verspricht uns dort, durch Jesus, zu der vollkommenen Gemeinschaft einmal zu kommen, wenn wir beahmt worden sind. Zu der Kast, wo Jesus, die Brigam ist, in sein Volk, seine Gemeinde, die Brüte sein wird. Ein paar Gedanken einmal als zweiten Punkt hier, was wir uns verhüllen können. Jesus brückte immer wieder an seine Gelegnisse, brückte er Titelgemädel. Ja, gestern hier, wir von dem Wiengarten und wir wollten uns ungefähr, wer das beschaffen ist und was man da dünnen macht und was da da ist. Und von dort brückte er das Bild von der Kast. Und er will das dann am Geißeln übertragen, was das Volk Israel, was sich dort verhüllen hat. Und von dort fragt Gott, die in mir, verstehst du das Geißlich? Kann mir das geistlich anordnen, wo wirst du wieder tun? Was sagst du, Stimme Gottes, die in mir von du? Wenn Jesus uns das Bild von der Chast wiesen wird, was verstehst du wieder, Unja? Wie Menschen, ich denke, die Antwort der Chast vielleicht wird anders sein als bei uns, und früher wird es noch anders als die Chasten werden. Ja, das erste mit der Zeit ändert sich das ein und das andere. Aber wo auch immer, was verstehst du wieder, Unja? Wenn wir Chast werden. Was ist das für eine Zeit? Was ist das für ein Tag, wenn Chast ist? Die Bibel, die lehrt uns, wenn wir Chast haben, wenn Menschen sich befreien, dann ist da ein Morgen und eine Früh. Und schau mal anders. Ein Morgen und eine Früh. Die haben sich gefangen, die haben den Willen Gottes erkannt, nun wollen sie sich für Gott in faire Gemeinde, wollen sich dort Jo-Wut sein. Sie wollen sich versprechen, dass sie einander wollen treu sein und dass sie einander annehmen können mit Gott seine Hand. Stell dir auch diese Fragen, wenn die treu sind? Vielleicht ist es bei uns. Also wir stellen immer die Frage. Ja, best seien Sie uns sicher, dass Gott die Taub geführt hat? Seien Sie Jo? Wir wollen nicht seien Sie Jo. Und dann wird vor die Frage gestellt, ob sie bereit sind, einander anzunehmen. Also das ist der Tag, wo ein Bund geschlagen wird, der Ehebund. Das ist das ganz engste, die ganz engste Verbindschaft, wo Gott uns gegeben hat zwischen Morgen und Früh, wo ein Bund geschlagen wird. Und das ist ein wundervoller Tag. Ja, das ist ein sehr wichtiger Tag, wo der Bund geschlagen wird zwischen zwei Menschen, die im Glauben sind, für Gott, für die Gemeinde, wo sie wollten, Jesus hat uns an Teil geführt. Da sehen wir einen Freund zu mir, was soll es sein, wenn die Älteste mich fragen wird, ob ich mir sicher sehe, dass diese Früh für mich von Gott gegeben ist. Jetzt sage ich das Wort, wenn du dann zwiebeln lässt, dann sagst du, nein, wenn es dich hast. Dann ist noch nicht zu laut. Nur erst zu laut. Ja? Dann kann man noch nicht sein. Aber ich sehe dann sie ganz, ganz ruhig. Da wird die kein Zwiebeln hinkommen. Wenn du bei dir bist, das ist alles klar.
soll es sein, wie jeder Mensch. Also das ist der Tag, wo wir den Bund schlüten, wo wir einander das Versprechen geben, wir werden taub, der steht leben können. Was ist das noch für ein Tag? Das ist der Anfang von ein Leben, eine Gemeinschaft, wo wir uns versprechen, was die Tod uns tarnen wird. Frag ich das auch so? Ja, wie auch. Wir sagen, beste Leute, diese früh Geld zu sein, für Arte Säuren, mit Arte Beden, auch unterleiden, im Jäßchen die Verantwortung zu tragen, was in Artrü zu sein, in Scheune, in schwere Tiet, was die deutschen Tränen wird. Und die Brüder fragen, wie kreit sie. Also da ist eine Bedingung, wo das heute, was die deutschen wird schäden. Der ist nichts anderes, darf eine Ehe getrennt werden. So lehrt uns die Heilige Schrift. Was Gott der Herr taub geführt hat, das soll der Mensch nicht schäden. Also der Chast ist der Anfang von dit Leben, wo wir wollten, dit go wie taub, was die Tod uns tränen wird. Der Chast ist auch ein Tag, wo das Lüren in Enghaft. Also wo die Brüd lüren wird, die Brigam soll kommen, mir einmal ab immer von Tüs aufzuholen. Die Brigam, die lüht, dort hat das letzte Mal nicht das Haus von der Brüd vorn dort und war da allein weich vorn wird. Er fährt der Hahn, er nimmt er mit und von diesem Tag an sind sie immer taub. Also da geht dort, was sie nun gelüht haben, da geht dort eine Erfüllung. Der Kassenstag ist ja der Tag, wo endlich mal alles, was da reu gemacht wird, mal in Enghaft. Und am Kassenstag, dann sagt er, sie können ja so. Und was von dort nicht reu ist, das braucht wir nicht. Ja, wenn sie sehr viel Reue gemacht haben, und bei uns ist das so, die dann dem Rühm ausströmen, dem Dash ausströmen, ja, und was da alles dann da teuer hier, die Familie macht sich Reue. Das ist ein bisschen eine eure Zeit, aber eine schöne Zeit. Aber wenn der Chastenstag ist, dann haftet ab hier, dann wird nicht mehr Reue gemacht. Dann ist der Chast da. Der Chastenstag ist aber auch der letzte Tag von unserer Jugendzeit. Und dann wird es immer ein bisschen wohin worden. Mit den Eltern. Das Brutpaar nicht unbedingt, aber die Eltern wollten. Nun geht das Kind hin. Die Jugendzeit geht hin. Im Heim mit den Eltern, schön abbewohnt, abertragen, immer verangesorgt. Niemanden die Eltern loslassen. Niemanden sie selbst für sich stehen. Dann geht es mit wohin worden. Das Eltern. Das ist der letzte Tag von der Jugendzeit. Dann aber auch, es dort ein Taubschmelzen, sagt die Bibel. Eint worden, das ist nicht bloß ein Bund, das ist nicht bloß ein Versprechen, dort geht viel deuper. Die Bibel sagt, da waren zwei Menschen, die unerschütterlich sind, morgen und früh, die ein Geist, eine Säule, einen Charpa haben, die waren nur eint. Ein Geist, Säule, ein Charpa. Und dort ist bloß von dem Chastenstag an, nicht anders, so lehrt die Schrift. Das ist der Tag, wo Gott seinen Segen hat versprochen. Also das ist der Tag, wo zwei Menschen eint waren. Gewöhnlich, wenn wir eine Schule lehren, dann sagen wir, eint in eint, das gibt zwei. Aber für die Ehe ist es anders. Für die Ehe ist eint plus eint, eint. Da ist die Einigkeit. Und dann ist es auch, in real ist es so, dass es ein Tag ist, wo viel Freude ist. Ja, die Eltern sind auch froh im Horten. Sie danken für das, was Gott gegeben hat. Das Chassenspur, das Brutpur, ist dankbar, wie Gott ihn geführt hat. Also da ist eine Freude. Und diese Freude fängt bei der Chast an. Und dann, wenn Gott die Not gibt, in diese Lied, in der Schrift leben, dann geht diese Freude wieder. Und dann ist es nicht so, du hast den Chastenstag, das ist der heiße Tag, und dann geht es bei auf. Das will Gott nicht. Das will Gott nicht. Gott will haben, wenn wir uns befreien, wenn wir einen Chassensdach haben, dann soll es bei abgehen. Und dann kann ich jeder Jahr frisch zu meiner Früh sein an dem Chassensdach und von dort habe ich die noch viel mehr Läufe als an uns Chassensdach. Nun habe ich die gechannt, nun wollte ich die Beste, was meine Früh, die hieß zu mir. Da wird der Bund immer fester. Da geht das nicht. Da geht das nicht so, da geht das so nappa. Wenn es so geht, dann machen wir uns prüfen. Dann machen wir Buße denn. Dann machen wir was ändern. Also der Chastenstag ist ein Aufhang, wo die Freude
gelater wird. Warte, dort kommen det. Det blüft dabei. Und dann möcht wie de Fred, de Estor, aber da ist immer irgendwo, wird wir wollten nicht, wie lang wir noch taub worden sind. Wir wollten nicht, wie lang wir einander worden haben. Nicht. Wo das mal sollte sein, wie seien Menschen, wie sind mit Fendor, und wenn wir Chast haben, dann wünschen wir uns, das soll lang gut gehen. Das soll lang schön gehen. Aber Gott allein weiß, wie lang. Meine Eltern, die durften 28 Jahre taub leben. Ich durfte mit meiner ersten Frühmau 23 Jahre taub leben. In der Geschäft, wir hatten sehr gute Freunde, die liebe Menschen, so wie ein Monet in Jahr taub. Zwischen dem Mann trifft und starb. Ganz unerschütterlich. Also der Freund war der Anfang mit der Chance, das immer von dort, das immer in Schotten durch, wir wollten, dass wir tätig sind, und das wird einmal ein Ende mit unserer Ehe. Was ist die Chast im biblischen Sinn? Was dreht? Was wisst uns die Bibel? Wer hat Gott sich die Chast reu gemacht? Oder wer hat Gott sich die Chast gedacht? Wer hat Gott sich die jährliche Gemeinschaft gedacht? Weil wir mit ihm sollen in die Gemeinschaft kommen. Und wir wollen dort, was wir als Titel der Chast verstehen, ein klein bisschen hier anleiten. Aber wir wollten, was titlich ist, das ist mal ein kleines bisschen von dort, was jährlich ist, nicht so? Dort ist mal ein ganz kleines Port. Dort Jesli ist viel deuper, viel gerater, viel wichtiger. Das gibt die Menschen, wo Apostel Paulus sagen, in 1. Korinther Kapitel 7, die blieben allein. Vielleicht ein Jung oder ein Jahr, sie blieben allein. Und das heißt nicht, dass sie weniger wert sind, als die, die befreit sind. Das heißt nicht, dass sie irgendwo nicht mitkriegen vom Leben, was Gott fähig sein hat. Die Bibel sagt, jeder einem hat Gott seinen Weich reu gemacht. Und da wäre es das wichtig, dass wir das Jäsle viel deuter anschicken können. Wer hat Gott sich die Gemeinschaft von uns sieht, in seine sieht, gedacht? Welch habe ich mit Gott in Bund schlüten? Welch habe ich in eine Gemeinschaft mit Gott nennen können, wo wir wollten, dass es ein Bund nicht begrenzt, aber dass es ein Bund für alle Ewigkeit. Da geht es nicht am Titel der Ding, da geht es am Jäsle Ding. Was liest die Bibel uns? Wer hat Gott diese Chast reu gemacht? Für uns zu besinnen, was wir dem verlorenen Tag leben, aus Menschen im Neuen Testament, im Glauben, stonen, in der wir das bekennen, wir haben Jesus eingenommen. Für uns ist das ganz geratzt, dass wir sagen, Jesus ist gekommen in diese Welt, um den Wasch Frieden zu machen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Schaut mal, aber Gott hat von Anfang an diesen Wunsch geholt. Gott hat von Anfang an diesen Gedanken, diese Idee in sich, dass er sieht, die Menschen müssen zurückkommen. Die Menschen sollen zurück in mich kommen. Und wenn wir das Volk Israel anschicken, hat Gott nicht da auch so gehandelt? Gott sagt durch die Propheten, ich habe mich mit dir verlobt. Gott sagt, ich habe Verlaufnis mit dir gehabt. Und er sagt, ich verspreche dir, in alle Ewigkeit Gott zu sein. Was ist das? Gott hat seinen Bund eingeboten. Gott sagt, hier ist der Wasch, kommt nicht mehr, hier ist mein Wort, hier ist mein Fried, hier darf ich das haben. Und wir wollten, was Gott für eine Mäh hat, wir hören das hier rüter, hören das gestern rüter, wenn Gott sie nicht nachschreiten soll, dass er Frucht will finden bei das Volk, dann wird er scheinen zu finden. Gott hat die Mählichkeit gegeben, er gab das Volk Israel, gab er das Zelt, er gab die Stiftshütte, wo sie können im Gottesdienst sein. Schickt ihr mal, ob er dann steht geschrieben, aus der Tätig kam, wo sie das Land annommen. Das Gedanken, Bennen zu senden, Emmerich Gottes zu senden. Sie nahmen das Land Kana annommen sie an. Und als sie erst eine Faust steht haben, dann wir nicht mehr, dann wir das Zelt, dann wir die Stiftshütte, dann wir dann aufgedunen. Was kommt dann? Dann kommt der Tempel. Die Wort gebüht, und das wie eine Faust steht. Eine sehr große und eine sehr herrliche steht. Ja, Salomo hat das so wundervoll gemacht, wo durch das Volk Israel hankommen, in die wichtigsten Gedanken wir, dass das Volk, durch das Opfer, durch das Blut, konnte Gott kommen und konnte Gemeinschaft mit Gott haben. Geschwister, dort ist wichtig, dass wir das seinen. Du hast Gott geredet und dass wir ein Vorbild aus Mose ab dem Hurenbräude wie ab Horeb, dann sag heute das Allah, wir noch lang nicht die Tiet, das wird kommen. Aber er sagt das alle, am Wort das gewesen, und aus der Tiet ist kaum, dass das Volk Israel in Kanaan wird. Dann wissen sie, Mose hat gelehrt,
wenn die wollen zurückkommen, wenn die wollen in ihr Land, das Land annehmen, dann soll die ein Tempelgottesdienst, soll die mit deinen. Dort soll die Gemeinschaft sein. Und sie dürfen das. Sie dürfen das haben, dass sie dürfen mit Gott Gemeinschaft haben. Das wird noch anders aus wie von dort, aber die Gedanken wie dieselbe. Gott sagt, die sollen mein Volk sein, und ich will jün Gott sein, in jünen mit wohnen. Kein Volk auf der ganzen Erdbaden hat so eine Verheutung. Kein Volk hat so ein Angebot, was Gott hier sein Volk Israel gibt. Gott mag das reut. Und da steht die ganze 4000 Jahre, bis Jesus Christus kam, während 4000 Jahre vergangen von der Menschheitsgeschichte, hat Gott geschafft. Gott hat reut gemacht. Und das Gelegenheit, was wir hier von Jesus haben, da sagt Jesus so, der Kaiser oder der König, der hat die Kast reut gemacht. Reut gemacht, also du hast eine Zeit. Also du hast was gewahrst, du hast was geworden, was reut gemacht ist. 4000 Jahre hat Gott reut gemacht. Und dann heutet im Galater, im 4. Kapitel, im 4. Vers, aus der Zeit voll wir, dann scheint heu seinen Sehn in diese Welt nennen. Dort die Gemeinschaft kun mit Gott trash gemacht worden. Dort wird der zwei reden, wie der Sünde nicht von Gott sieht, von uns sieht. Gott hat immer den Gedanken gehabt, uns bei sich zu haben. Bloß wie wären der Sünde von uns getrennt. Wir sollen zurückkommen. Und dort, was Gott reu gemacht hat, dort hat er uns nur an Jesus gewesen. An Jesus, hier steht geschrieben, der König sagt, das Feuer ist geschlacht und die Multit ist reu gemacht. Wir dürfen das so sein. Golgatha ist gewasst. Golgatha steht, wo der Kreuz abgerecht wird, wo Jesus gestorben wird. Ich möchte die Frage von dir stellen. Bist du in deinem Leben einmal auf Golgatha gewasst? Ich meine nicht Israel. Vielleicht sind alle Bühnen in Israel gewasst. Ich meine die Wahrheit, die Bibel uns lehren wird. Bist du in deinen Gedanken, in deinem Geist, bist du auf Golgatha gewasst? Hast du gesehen, wer Jesus da hängt? Hast du gesehen, wer Jesus sein Blut verjährt? Hast du gesehen, wer Jesus mit den Eiernagel da hängt, reut es, die anzunehmen? Weißt du von dieser Stunde? Weißt du von diesem Tag, wo du ganz allein ab deine Knie für Jesus stundst? Hast du da um deine Sünden geheilt? Hast du da über die gehielt, dass du ein Sünder bist, im Begott und Verzeihung gebet, dass Jesus dich annehmen soll? Gott hat alles reich gemacht. Sein reich machen wir nicht irgendwo gelegt, gedonnen. Gott hat reich gemacht, in 4000 Jahren hat er diesen Weg reich gemacht. In aller Ewigkeit her hat Jesus all gesagt, vor der Eid sie reut. Wenn du die Menschheit wird schaufen und die Menschheit wird von dir auffallen durch die Sünde, dann will ich gehen anraden. Dann will ich gehen an den Kreuz veranstorben. Ich will reut sein, aus einem Laum geschlachtet worden. Und so sagt die Bibel uns dort. Jesus ist das Laum Gottes, was die Sünde für die ganze Welt gedrückt hat. Einmal für immer. Hebräerbrief. Einmal, ein Opfer für alle Ewigkeit. Kein Zweites. Gott wird nicht irgendwo noch ein Mädel sehen. Gott hat einmal gehandelt. Nun steht das alles offen für die in mir. Das ist das Angebot, das dürfen wir annehmen. Also die geistliche Bedienung, die dürfen wir hier sein, was Gott an Jesus Christus mehrlich gemacht hat. Jesus Christus hat sich gegeben als ein Erlöser für uns, dass wir das dürfen wollten in Arm, in sein Blut, habe ich die Vergebung von unseren Sünden. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7. In Arm habe ich die Erlösung in die Vergebung von unseren Sünden. In seinen Reichtum und in seine Genut. Er hat das durch sich selbst vor sich gebracht, dass er aus Brigham sich reut macht, seine Brut anzunehmen. Für uns, die ist das nicht ganz unbedingt so klar, aber wir kennen das zum Beispiel in Russland. Da wird das so, wenn irgendeiner sich befreien will, dann werden Menschen ausgeschickt, nicht die Brut ihre Eltern, und dann wird Geschenke mitgenommen, und Geld mitgenommen, und das wird dann gesagt aus dem Ausschub. Das wird dann eingetult,
dort die Eltern dann die Freiheit kaufen, dort die Mial sich befreien können. Dann fragen wir das so, je richer die Menschen wären, desto mehr Geld müssen sie geben. Und die Arme hatten keine Möglichkeit, mit einer richtigen Mial sich zu befreien. Schaut mal, das ist täglich. Aber wenn wir das im Geistlichen nennen, was hat Jesus getan, um seine Brut loszukäupen? Und das Bild braucht die Bibel. Petrus im ersten Brief, im ersten Kapitel sagt, wir sind nicht mit selber in Gold losgekauft. Wovon? Von unseren Sünden und von unserem sündigen Zustand. Wir sind nicht losgekauft durch Geld. Wir sind losgekauft durch das dürre Blut von unserem Heiland. Da steht geschrieben, wir sind losgekauft durch das Blut von dem Zustand, wo wir ein Adam olavieren, eine Sünde olavieren, in dieser Welt, da wo der Satan über uns die Gewalt hat und da wo wir wissen, wir sind geistlich dort und wir gehen ewig verloren, weil wir abrechtig werden in der Teufel. Von dem Zustand hat Jesus uns losgekauft. Wir gehören nun an. So was die Schrift uns dort wiesen wird, wird der geistliche Chas bedienen wird, dass du in jeder einer Teil eingeladen ist. Die Moldaujanje wird da sehen, zu dem Cäsarsine, zu dem Chinesine, deiner, wird da sehen, wir wollen nicht kommen. Ich habe uns doch gar nicht verstanden. Ja? Das ist doch aufgeschummt, das ist doch grülich, dass sie das einfach zu sich schmieden deiden. Sie sehen, wir wollen nicht kommen. Im Lukas-Evangelium steht geschrieben, der eine sagt, ich habe mir so und so viel Ackerland gekauft, ich mache die Gunen zu bechecken. Hat er die gekauft, ohne zu besäumen, oder was? Er hat die doch vorher besäumen. Der andere sagt, ich habe mir Essen gekauft, ich will die Gunen, die Essen zu bechecken. Er hat die doch gesäumen, oder nicht? Und der dritte sagt, ich habe mir die Früh genommen. Also ich habe nicht Zeit, ich habe sie mit mir beschäftigt. Hier in diesem Gelegnis im Matthäus-Evangelium steht geschrieben, einer Jensch hat sie geschafft, der eine Jensch hat einen Acker geschaffen, also an wir dort nicht wichtig, was Jesus an anbeuten tät. Weil wir an Gott sein Hort von dort können nennen checken, dann würden wir seinen, wie trürig Gott ist, über alle Menschen, wo dort nicht wichtig ist, was Jesus getan hat. Wir hatten anlängst bei uns nicht weit auf im Begrafnis, wird eine Frau begraben, die wir nicht kannten, deuten, die wir dann an die kleine Stadt getragen, die kommt von irgendwo. Und, die fragen uns dann, ob wir würden das Begrafnis durchführen, das ist nicht einfach, wenn man die Menschen nicht kannten. Und wir führen das dann durch, unsere Brüder leiden das dann durch. Und als sie dann fast bei ihr jeden hatten, und dann deut ein Bruder nach mit dem Wort einen Schluss machen, dann sagte sie eine alle Frau, eine Plautitsche, und sagt, Ablüdis, er redet von Jesus, er redet von der Erlösung, von der Bekehrung. Und sagt diese alle früh, tagend ich ja, was ist das für Mal? Verachtung. Tausende Menschen kämmern sich nicht, was Gott getan hat. Die fragen nicht, was sagt die Bibel. Und dann wird das Wort Gottes verkündigt und dann wird das mit Feuchtol geklingt. Das wird nicht eingenommen. Dort, wo Gott ans Anbeuten geht an Jesus, das geht um unsere Seiligkeit, das geht um unsere Rading, das geht um unsere Erlösung, dass wir von der Gewalt von dem Satan loskommen, dass wir ewig beamt können sein um die Gemeinschaft mit Gott. Und wir verachten dort. Schaut mal, ob Jesus sagt in das Gelegnis, als sie nicht nach dann zurückkommen und sagen, die haben das alle verachtet, dann sagt er, er schickt sie in deine und sagt, steckt die Stadt an und bringt diese Mörder alle an. Von dort sagen Menschen, das geht doch gar nicht, dann kann Gott doch zweimal dönen. Gott ist doch der Leib. Die Bibel sagt, dass Gott ist der Leib und er hat die Menschen so sehr gieren, dass er sie in Sehen gegeben hat. Weil jeder Gott kann doch nicht die Menschen strufen. Ich hatte diese Tag auch gesagt, die Botschaft von Jesus und die Botschaft einer Bibel ist die ganz leuchtendste Botschaft, die wir haben, aber auch die ganz ehrenste. Weil die Bibel uns sagen, dass wenn wir das Angebot Gottes von uns geben, dann wo wir verstarrt worden. Und dann einmal zu der Geschichte, 70 Jahre, nur dort, wo Christus geboren wird, dann wird das Volk Israel mit Grüle auf Grüle geort, über
Jerusalem rückgedreht. Jerusalem wird eingesteckt. Und das wird nicht eine Erfüllung, was Jesus gesagt hat. Nicht ein Stein wird hier auf den anderen blieben. Der Tempel wird hineingeraten. Die Stadt wird verbrannt. Und düsende Menschen sind angekommen. Gott weit befehl, dass wir hier fair gesagt. Jesus sagt, dass gerecht wird kommen. Dass wir bloß der Titel gerecht. Das kommt ja nach der Eiwe gerecht. Aber Jesus sagt, so ehrens ist das, wenn wir dort, was heute tun haben, für uns nicht annehmen dürfen. Der Chast im biblischen Sinn geht viel mehr, viel deuper, als wir uns überhaupt denken können. Wenn wir nicht Chast machen, dann sollen wir die Jast an, wem wir anladen dürfen. Die Eltern, die Großeltern, die Geschwister, und wer da auch immer, die Friends, und dann riecht aber auch Tö. Ja, dann haben wir auch ein Schiffpoor Tö. Aber, schickt ihr mal die himmlische Chast, das ist alle Eheladen. So groß ist uns Gott. Der himmlische Chast, das ist alle eingeladen. Gott sagt an dieser Stelle, der Jesus, er schreibt sie nicht nach, was er nur sagt, er sagt, nicht gut alle wehen, nicht gut alle kleine wehen, nicht schickt euch alle Tüns noch, ist da irgendwo einer, wo da wird sein, als sie reite kommen, ist da irgendwo ein armer Mensch, wo am Horten allein ist, wo sich bangen wird in der Gemeinschaft mit Gott, wo er nennen gehen will, wo man bloß noch halten soll, wo man bloß noch soll sein, hier ist der Nigo hier nennen. Seht ihr mal, eine biblische Chast, da steht Gott mit aufgestreckten Händen. So als Jesus am Tritt hängen dort, so lädt er an, nun kommt nicht mehr. Matthäus Kapitel 11, Vers 28, da sagt er, alle, die ihr meid sind, dass ihr ihn bemähen sollig zu werden, alle, die ihr beladen sind, die sollen kommen. Stell dir mal die Frage, wenn du noch nicht gekommen bist, hast du diese Einladung Gottes gehört? Stell dir mal die Frage, bist du gemeint? Vielleicht kreit von dir am 8. März, bist du gemeint, dass du sollst nennen kommen, die Einladung zu dieser Chaste kommen? Und dann sagt der König hier noch, was sehr wichtig. Er sagt, wenn da noch Ruhm ist, dann geht noch einmal rüber. Schau dir mal, in das erste Genodentit, in dem wir leben. Diese Jast, die hier eingeladen sind, das sei die heidnische Fälscher. Das sei wie? Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Zionen verstehen. Weißt ihr, was Zionen sind? Also, wie kann das von Russland so hergehört? Also, Zionen sind dunkle Menschen. Und, die haben, ihr wollt nicht, keine steht, wo sie leben. Die sind ungefähr meistens die Plotische. Die tragen von einer Seite der andere immer. Die haben hier ihr Lager, dann sind sie weiter durch, dann sind sie weiter durch. Und wie sehen immer Sionen dabei? Ich weiß nicht, wie das würden anders sein. Ja, sie haben ihre eine Spruch. Und sie haben auch, wenn sie taub sind, wie sehen immer Taber, also ihr Lager haben, haben sie ein König über sich, was das alles zu sein hat. Nun hatten da in diesem Lager, während Brüder gekommen haben, an das Wort gepredigt. Und hier ist von einem Bruder, was sich da bezieht hat, also Sionenbruder, was er gewasst wird. Und er sagt, das ist von uns. Hier ist er wie gemeint. Hier sind bloß diese Juden. Hier ist kein anderer gemeint. Das ist bloß für uns. Wir leben unsere Tüns. Uns sieht man dort ankrüht für jeden nicht. Uns hat man nicht für Menschen geachtet. Das ist bloß für uns. Das ist unsere Tün. Das sind bloß diese Juden. Er gab Gott gröte ihr. Er sagt, das ist wie. Und Gott hat uns eingeladen. Weil ihr ring wie auch sind. Vielleicht habe ich manches im Leben heimgenommen. Wo Menschen uns verachtet haben, wo Menschen uns tenuscht geachtet haben. Schickt ihr mal, wie Gott, sei wie willkommen. Gott sagt alle, ohne Tüns, abgegossen, er sagt hier, die Göde und die Schlechte. Wie Menschen, wie taxieren ihr so oft? Ja, wenn Menschen Göde gönnen, eine Tür haben, den Geld meinen erst, dann sei wie dort ein scheiner Mensch. Ohne Jesus ist das ein verlorener Sünder. Aber wie sei ihn doch, das ist ein guter Mensch. Und wenn einer besonders dall ist und wütend dich ist, ja, dann sei wo, das ist ein daller Mensch. Das macht wir abhosten. Jesus sagt, alle, ohne Ütnummens, die Gäude, die Schlechte, wenn die Menschen Geld von dir reden oder Schlecht von dir reden, oder du über die Geld denkst oder Schlecht denkst, die Bibel sagt dir, kommt. Jesus sagt, nun kommt der Nenner. Und dann steht noch, was sehr wichtig geschrieben. Die biblische Chars, die wisst uns, da wortet, keine Lade stehen sein. Schickt ihr mal, wir dürfen doch Gott um alles beten, oder? Ja, wir dürfen doch sagen, Gott, mag doch, dass alle Denken hier vollkommen werden. Und dass die alle geraten können.
Ja, wir dürfen ja Gott beten für unsere Familien. Ja, wenn wir Zehnjahre, Gräuzehnjahre haben, das ist ans Gebet, das an jenen Tag keine Fehler braucht, oder? Wenn wir hier leben sind, dann ist das jeder Tag ans Gebet. Wir werden alle Reise an Jesus kennt. Gott mag das auch so. Gott sagt an meinem Haus und meinem Chastenstisch, du sollen keine Lade stehen sein. Und als er sagt, du sind noch, dann schreit er gerade noch und sagt, gut nur die Tüns. Als alles reut wird, als alles gefällt wird, dann kommt er dann die Chastensjahrste besäumen. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir das einmal hier anschicken. Wir können uns dort nicht beraubern, dass wir sagen, Gott hat sich nicht von dem Volk Israel aufgedreht, er hat sich nicht zu den heidnischen Völkern gedreht, und nun wurden die heidnischen Völker alle gerat worden. Das gibt ja seine Lehre, auch von dort, dass Menschen, Männer, Lehrenden und sagen, also Gott wird alle Menschen raten. Gott wird alle Menschen im Himmel bringen. Es wird sogar so sein, dass jemand sagt, auch der Satan selbst wird ein Bett in der Halle sein, aber dann wird er auch in den Himmel genommen worden. Also sind lehrt die Bibel nicht. Die Bibel, die lehrt von dem Kloren war, wo der Jet am Gerat geworden, wie Gott in der Herrlichkeit, wo der Jet um ewig verloren zu gehen, mit dem Satan Taub eine ewige Verdammnis nennen. Das ist die Lehre von der Bibel. Wir können in diesem Gelegenheit sicher nicht alles nennen allein, was die Gemeinde anbetraf, und doch mag wir sein, wir können uns nicht darauf beräumen, dass wir sein können, ja, wieso? Hat sie hier doch auch, zum Beispiel, sag ich mal, in Deutschland ist das so, da ist die größte Kirche, wie sagen, die Regierung, von der Regierung, na, was die Landkirche ist, die evangelische oder die katholische, ja, das ist dort, was das Land ausmachen wird, die größte Staatskirche. Und viele Menschen sagen, wieso? Hat sie hier dort, hat sie da jemand geliebt, was kann mir passieren? Und vielleicht kann wir seine Meinung auch, dass Menschen sagen, wieso? Hat sie gedäubt, hat sie zu jemand, was kann da noch sein? Schaut mal, hier wird es sehr ernst. Als der Chinesisch ist, nennen kann, der Jaste besäunen. Also der Jaste wird reut. Die Änderung wird ausgedrückt worden, die Menschen werden gekommen. Nun soll der Jaste anfangen, die Brigham sollen nennen kommen. Und im biblischen Sinn, nicht so anders als bei uns Menschen, im biblischen Sinn ist es eine Ewigkeit, sind die Jaste auch die Brüte. Sind jäftet bei uns Menschen nicht. Aber in Jesuien ist das so. Die, die geladen sind, die Jahre, die sich mit Jesus vereinigen wollen, dort ist auch die Gemeinde. Dort ist auch die Brüte. Und dort sind auch die Jast. Und die Chinese schickt das an, und sieht da einen Menschen, der kein Chastensschleut anhaft. Und er sagte ihm, Freund, wie bist du denn gekommen? Ganz kurz noch einmal, wenn die Chasten geführt worden, das Wort bekannt gegeben, da wird Chast gegeben. Nicht wie neuer den Dach. Dann wird reu gemacht, nicht bloß Feuerschlacht und alles reu gemacht, da wird ein Schleuder reu gemacht. Da jeder einer, der da kommt, die müssen beim Eingang, bei der Eingangstür, da müssen sie ihre Schleuder aufleihen, in Deutsch Schleuder antreten, wo die Chastenslied sich wünschen deuten. Also, dass die Chastenslied, vielleicht wären da seine Urme, wo sich nicht wurden, wo genannt kommen, Deutsch kriegen, da kriegt das Schleud, wo auch die Richter schreien deuten. Der Richter muss seine Stromkleider auch aufleihen, der muss das Leute antreiben. Also, im Deutschen würden wir sagen, Garderobenzwang. Also, da muss man in die Garderobe dort antreiben, wo die König sieht. Nun, heute hier, der eine, der hat nicht das Chastenschleut an. Und der König sagt, wie bist du überhaupt näher gekommen? Dem Fenster? Oder haben die Deiner die Dörche loten? Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann steht geschrieben, hei wir still, hei kann nichts sein. Und das ist eine sehr ernste jesliche Wahrheit, wenn wir uns reinmachen können in Sellen und Motten, wenn wir wollen in der Gemeinschaft bei Gott sein und ab die himmlische Chast zu sein, dann brücken wir das Chastenschleut. Wir können nicht nur unseren einen Will, nur unseren einen Meinen denken, wieso, es sieht doch in der Gemeinde, das ist doch alles gut, nicht so? Es sieht doch Strom genug, richtet nicht toll. Jesus sagt an dieser Stelle, das regt nicht zu. Schaut mal hier an dieser Stelle, wisst ihr ans Kreuz, wie ihr uns das ist. Und wir waren bei der Verantwortung für Gott, wenn uns Leben, wenn uns innerlicher Zustand nicht stimmen, die mit Gott sein will. Und das dürfen wir von dort wollten, weil wir können mit Gott im Einklang kommen. Wenn das aber nicht ist,
Dann stellt hier geschrieben, er sagte seine Däuner, bringt am de hängen feut, und dann schmied am Rüter, wo bloß die Quoll wird sennen. Da steht geschrieben, Zähne klappern. Da steht geschrieben, wo die Warm nicht sterben wird. Da steht geschrieben, wo das Vier nicht abhören wird. Und Täuschland wird wir uns nicht verstellen können. Denken wir einmal an den Bruder, wo an der Koma wir, wo Isolation wir. Geht mal in eine Hall, eine ewige Verdammnis, durch eine ewige Isolation von Gott. Ich habe das verstanden. Dort ist ewig getrennt sein von Gott. Ein Prediger wird darüber reden, dort über die Raden im Himmel und über Verdammnis in der Hall. Nur der Predigt kommt ein Frühmensch ab am Tau und sagt am, sagt, willst du die bekehren? Nee, sagst du, ich will mich nicht bekehren. Dann sagst du, das ist schuld. Warum nicht? Sagst du, was wird? Meine Mama ist für ein paar Wert gestorben. Und meine Mama wird nicht bekehrt. Also denke ich, die ist verloren gegangen. Die ist in der Hall. Und ich will nicht im Himmel nennen. Ich will in der Hall, wo meine Mama ist. Da will ich haben. Sagst du, Bruder, du hast nicht verstanden. Verstehst du nicht, dass man eine Hall sich nicht begrüßen wird, in am Ohr empfangen, in sich Geld sehnen wird? Verstehst du nicht, dass eine Hall, da jeftet nicht das kleinste Kurentje von Freude. Da jeftet nicht das kleinste Bietje von Trost. Da jeftet keine Erquickung, etwa meine Mama da sein. Verstehst du dort nicht? Also sagst du, wir als Prediger haben uns verschuldet, dass wir die Menschen dort nicht haben deutlich gemacht, dass die Hall die endgültige Verdammnis ist, wo es keine Erquickung gibt. Ich weiß nicht, ob diese Früchte von ihm gekommen ist, dass sie zum Glauben gekommen ist, das weiß ich nicht. Aber mir wird das grülich, dass Menschen dort nicht erkennen, was das ab sich hat, wenn ich das Schleut, was Jesus mir heute gemacht hat, nicht annehmen will. Wenn ich sagen will, selbst als sie, so wird das an sich verschmackt sein, das wird er gehen. Die Bibel sagt, Gott hat ein großartiges Ziel mit ans Reich gemacht. Die Bibel sagt, dort wird Gott in Jesus Christus ans Reich gemacht haben, wenn wir in alle Ewigkeit beantworten sind, dann wollen wir alle dort Leute tragen, was Jesus für uns am Kreuz auf Golgatha gekauft hat. Dort ist das Leute von seiner Gerechtigkeit. Dort ist das Leute von seiner Heiligkeit. Dort ist das Schleut von dort Licht, was uit am Rüter geht, mit dort, wo wir dann eure Schleut wurden. Wenn ihr selber das Schleut haben, das Schleut mag wir nü im Glauben haben, und das Schleut wird dann offenbar worden, wenn wir wollen diesen Charter aufleihen. Wenn wir dit ans Fleisch und ans Lief, wenn wir das Schleut, was vergonnen wird, wenn wir dort aufgeleicht worden haben, dann wird das bannerliche Schleut dann zum Verschein kommen. Entweder haben wir dort oder wir haben dort nicht. Und wenn wir dort nicht haben, gehen wir verloren. Aber wenn wir dort haben, was wir nie all wollten, wir machen dort wollten, ob wir dort haben. Der Schreiber im Jesaja-Buch im 21. Kapitel sagt, du hast mir eingetrotten mit der Schleut von deiner Gerechtigkeit. Und dort wir bloßmählich, weil ich meine Sünden in Jesus brach. Nicht, weil ich schmack wir. Nicht, weil ich um Verzeihung werden dort. Nicht, weil ich Gerechtigkeit äuven dort. Oder mit Taufenleuten, oder eine Gemeinde, wie, oder Predigende. Das ist alles ausgeschlagen. Gott gibt uns das Schleut von der Gerechtigkeit in seine Leib, der dem Glauben an Jesus. Schaut mal, wir machen am Antreiten, sagt Apostel Paulus. Wir machen am Annehmen, Nenner nehmen in uns. Und dann darf ich lesen, was in Offenbarung Kapitel 19 geschrieben steht. Da steht geschrieben, die Stunde ist gekommen, sagen die Engel. Der Tag ist gekommen, wo die Brüte sich reingemacht hat, mit dem Brigam einzuwohren. Der Chast für das Lohn Gottes ist gekommen. Und dann steht geschrieben, in die ganze Chastenslied, die ganze Gemeinde Gottes, die gelebt im Alten Testament, in der Alten Zeit, die gelebt, die nie gelebt haben, die wurden dann eingetragen worden, in wittet Leinwand. Also in, da wird Zeich gebrückt, was ganz witt ist, was ganz rein ist. Das ist der Spruch von der Bibel, wo wir wollen das Chastenschleuch antreiben und wo wir wollen alle bloß mit der Gerechtigkeit Jesu Christi ausgetekend worden. Das ist, was sehr groß wird. Das ist sehr gewaltig, was Gott an Jesus ans Reich gemacht hat. Wir würden sagen, das sei wie doch gar nicht wird. Das sei wie auch nicht wird. Das sei wie entscheidend voll wird.
Aber das geht nicht um wir zählen, das geht darum, was Gott will. Gott will deine Rading haben. Gott will meine Rading haben. Gott will uns bei sich haben, dass wir ab ewig bei ihm können sein. Und ich denke, das ist so großartig. Das ist so gewaltig, dass wir alle ohne Ausnahmes auch von dort eingeladen sind, das zu Leuten anzutreten, zu diesem Multi zu kommen, im Jesseln gerät. Und wir dürfen nun all nehmen, aus dem Fell an Christus, dürfen wir nehmen seine Genut. Wir dürfen die Vergebung annehmen. Wir dürfen die Kindschaft annehmen, dass wir Gott seine Kinder sind. Seht ihr mal, wir dürfen die Erlösung annehmen, dass wir nicht mehr ein Sündeleben brücken. Dass wir nicht gebunden sind an all die Dinge, an Lehnis, an Eifersucht oder vielleicht auch an Mordgedanken oder an was auch immer los da sind in dieser Welt. Die sollten für sich ja 1000 Ort ans Pfosten bringen. Die Bibel sagt, wir haben die Erlösung. Wir haben in Jesus haben wir die Freiheit gekriegt. Wir werden morgen zum Morgen mit den Brüdern darüber noch ein bisschen mehr nachdenken. Ich möchte das von dort hier nicht zu eng gehen. Wir waren vor Beten zum Schluss, so was immer. Aber wir werden darauf stehen bleiben. Gott hat alles recht gemacht. Jesus bot die von dort an, das Schleich anzunehmen. Da, wo du kannst, die ganz Jesus hingeben. Vielleicht auch frisch abmorgen. Das haben diese dort auch alle getan. Aber es sind dort Menschen zu der Bekehrung gekommen, dass sie gesagt haben, an dieser Stunde will ich dort klar machen und fast machen. Ich nehme Jesus an aus meinem Heiland. Und dann wollte ich, ich habe das Schleut von seiner Gerechtigkeit. Und ich brauche ein Minuschmeier Sätchen. Noch schlachtet, noch gödet. Ich brauche ein Minuschmeier Sätchen. Jesus ist meine Gerechtigkeit. So sagt uns die Heilige Schrift. Und das darf ich nicht abschieben. Ja, ich muss auch zu der Jugend, zu der Leute Jugend reden, zu jeder einem. Das darf ich nicht abschieben. In England, wie das mal war, ein Prediger geredet hat, in nur der Versammlung, lässt er auch einsel und treiblieben seinen Seelsorge gekommen, dass sie sich bekehren. Und redet er einen jungen Ahnen, sagt er, wusste die nicht von dort wollen bekehren, sagt er, von dort nicht, morgen. Sagt der Prediger, warum morgen? Bewusst du das so nahe, dass das morgen essen, nicht von dort? Sagt er, ich hatte morgen, habe ich mir was Ferien genommen. Ich will zum Morgen mit meinen Freunden, weil ich ab Jagd gehen. Also sie wollen wilde Tiere scheuten. Na ja, sagt der Prediger, das ist ja nicht arisch. Na ja, sagt er, aber meine Freunde, die sind alle gottlos. Und wenn ich meine beziehe, dann passt das nicht. Das passt nicht mit gottlosen Freunden zu sein. Ja, sagt der Prediger, das stimmt. Ein lebender Mensch, die kommen mit euren lebenden Menschen, wenn die Typ schaffen, das und so wieder, das geht nicht anders. Aber mit einem Einzelnen, das ist dann, du hast eine Grenze. Ein lebender, ein Kind Gottes, ein Kind von dieser Welt, das passt nicht zu. Josef sagte, aber ich will morgen noch auf die Jagd gehen und zu Ovis kommen und dann werde ich mich bekehren. Und so, jetzt war ich von diesem Prediger und zum Morgen trafen sie sich mit ihrer Freundin und gehen dann los, wie eine große Partie Junges. Und können noch Geld mit der Gewehr umgehen und sie wissen, was sie schalten wurden. Und ohne dass einer von seinen Freunden irgendwo abgedreht hat, sein Gewehr ging los. Und traf es im jungen Kreis, dass er durch Handfalten dort ist. Hat schon gewollt. Die Jungs verfehlten sich grülich sehr. Den wird so schrecklich. Und der Flint hat geschoten. Die wissen nicht, warum. Der Schwert. Irgendwo. Der Flint hat geschoten. Und das Junge wird tot. Ich will nicht sagen, dass die Mauern sterben wurden. Aber mir wird da Gedanken so wichtig. Gott hat alles recht gemacht. Gott hat seinen Sehen geschickt, um Tritt zu sterben für die in mir. Jesus hat sein Blut vergoten für deine Sünden. Und er lässt die Ente kommen. Seht ihr mal, ich darf kommen. So schlecht, als ich wir. So gottlos, als ich wir. Ich darf kommen. Und ich kann mir nicht einen Augenblick mehr denken, wo ich einmal gesagt habe, wann ich doch leider nicht gekommen bin. Ich habe mich 100-mal beschuldigt, warum ich nicht euer gekommen wäre. Seht, bei Jesus wirst du eingenommen. Jesus mag dich tief und durch ein Kind Gottes, dass du auf dem schmalen Weg mit Jesus gehen kannst und die freien kannst. In dein Chast im Himmel, dein nimmt schon eng. Du hast schon Schottenmeier. Und wie Menschen uns befreien, ist immer der Schotten durch, was der Welt uns tragen wird. Aber wenn Jesus sich mit uns vereinen wird, in aller Ewigkeit, mit einem neuen Körper,
Du wirst kein Schotten mehr sein. Das ist für alle Ewigkeit, eine Herrlichkeit. Amen. Wir werden noch abstunden beten, wo es möglich ist. Liebe Vater im Himmel, wir beten die Ohren Jesus in deinen heiligen Namen. Wir sind dir so dankbar, dass du alles recht gemacht hast für unsere Seligkeit. Wir sind dir so dankbar, dass viele von uns von dir mit den letzten Däumen bekennen durften, wir kommen die als verlorene Sünder. Du nimmst uns an, ohne dass wir das wert wären. Du hast uns gewaschen in deinem Blut. Auch nun, jeder Augenblick, ist dein Blut für uns da. Wir danken dir für deinen heiligen Geist und für die Gemeinschaft, die wir nun all haben dürfen, im Geist, der steht Gebet und der steht Bibel lesen. Wir danken dir für das Gelegnis von dem Chast von dem König. Und uns Gebet von dir ist, dass deine Einladung von dir so ist, dass ich unsere Rehen gehen kann, dass du die Jugend treiben kannst, auch die Ältere, dass du die Jahre, die im Glauben flach geworden sind, kannst abbrechen, dass sie nie warten. Und dass du da Jan geworden, kalt sind geworden, frisch kurz anstecken, der stehen im Geist. Jesus, bei dir ist viel Vergebung. Du verzeihst und du machst nie. Und du schenkst uns Dienstleut, was da passend ist, in aller Ewigkeit bei dir zu sein, in einer Gemeinschaft zu sein, in einer Herrlichkeit. Wir danken dir dafür und wir beten dir nun, dass du der stehen im Geist kurz tragen. Wir danken dir für alles, für deine große Leib. Leib vor im Himmel in Jesus sie nomen. Amen. Wir sagten uns nochmal an. Wir wollen nun noch ein Leuchttab singen, dann wird die Brüder uns entloten. Aber ich möchte jeder einen Mut machen, der von dort sein Leben Jesus will angeben. Komm, tritt. Lass die anderen Rüter wohnen. Aber du komm hier nicht fern. Wir haben hier einen Seelsorgeraum, da wo wir mit dir beten, in das Wort Gottes lesen, in Jesus allein, der sein Wort, auf Teuge sich dir zu halten. Nicht ein Mensch, aber Jesus will dich halten. Möge Gott dich segnen in deiner Entscheidung.